Willkommen oder guten Morgen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, heute Morgen musste man besonders früh aufstehen, hätte ich fast gesagt, denn es wird magisch heute, Leute. Es wird heute super, super magisch und ich werde euch auch im Laufe des Videos sagen, was mich so dahin schmelzen lässt. Muss ich wirklich mal so sagen, als ich das gestern Abend schon so ein bisschen gesehen habe, habe ich gedacht, es ist so viel Magie da drin und ich kann es jetzt auch verstehen, warum Supercell das so ein bisschen als Magic anpreist. Also es ist einfach nur ultra, ultra schön, so will ich es mal sagen. Aber ich mache jetzt noch einen längeren Cut, nämlich von 12 Minuten, mal sehen. Es heißt eigentlich immer Never Play on Patch Day, aber mache ich in jedem Fall mal. Ich muss allerdings auch noch ehrlicher Arbeit nachgehen und kann also noch nicht in den Livestream. Das werde ich dann heute Abend wahrscheinlich nachholen mit euch oder für euch, je nachdem, wie ihr das gerne wollt. Nein, wie ich das gerne will. Und dann sehen wir uns aber jetzt am Morgen. Da funktioniert das halt in meinem Leben so nicht. Also werde ich erstmal noch ein bisschen arbeiten und nebenbei für euch so ein bisschen aufnehmen. Ich hoffe, das ist euch trotzdem ganz recht. Und so habt ihr in jedem Fall heute zum Wochenstart hoffentlich ein cooles Video. Bis gleich. Sehr cool. Eine Aktualisierung ist im Shop verfügbar. Hurra. Machen wir. Also, ich werde mit euch so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, ich werde mit euch hier Rathaus 15 feiern. Rathaus 15 ist in jedem Fall da. Hier unten seht ihr schon im Shop. Und ich werde das so machen, dass ich ein bisschen anfange. Das Ganze mal so ein bisschen checke, ob auch wirklich alles so eingehalten wurde. Und dann machen wir den Rest, würde ich sagen, doch dann eher live. Also ich muss mein Tablet dann gleich auch wieder an die Seite legen. Ich kann es jetzt auch mal nach vorne holen. An die Seite legen und wie gesagt, muss dann noch so ein bisschen, ich nenne das mal so, ehrliche Arbeit nachgehen. Okay, wir gehen hier auf Öffnen. Ich bin echt mal gespannt, was auf uns zukommt. Aber ich bin auch im Bann der Magie. Man hat mich, ich will nicht sagen magisch gebunden, aber ich bin irgendwo so ein bisschen magisch angehaucht. Warum das so ist, werdet ihr gleich sehen oder hören. Ich hoffe, ihr werdet es hören. Mal sehen. Okay, erstmal noch nichts Auffälliges. Außer viele, viele Sachen im Shop. Und 8 neue Events. Okay. Achso, ich bin ja auf dem Toti. Alles klar, ich bin auf dem Abad. Ah, nein. Jetzt gehe ich auf den Alex. Okay. Klappt gut heute. Okay. Überfallwochenende haben wir gehabt, jawohl. Klappt gut heute. Ach, wieso ist mein Thorsten da ganz unten jetzt? Der ist sonst immer ganz oben gewesen. Hä? Da ist Rathaus 15. So geht's nämlich ab. Rathaus 15 ist da endlich. Und mache ich auch mal gleich ein Thumbnail raus, würde ich sagen. Und mit Ansehen komme ich dann wieder auf YouTube und dann spinnt mein Air-Server wieder. Also gehen wir hier rein. Wir haben trotzdem unten 8 Events. Wir haben 8-mal was im Shop. Und kleine Überraschung, ich mache jetzt, also dieses ist jetzt auch kein Sneak mehr, eigentlich wurde es angekündigt als letzter Sneak, aber ich verkaufe euch das alles gar nicht jetzt als letzten Sneak, sondern immer wenn ein Rathaus jetzt ja auch von 13 auf 14 damals kam, gibt es eine Szenerie dabei. Ja, es gibt eine Szenerie dabei und ihr seht, das Rathaus kann jetzt verbessert werden mit einem Hammer oder mit Gold. Und wenn man das macht, bekommt man eine magische Szenerie. Wir machen das jetzt mal, aber das ist auch noch nicht alles. Ja, das ist auch noch nicht alles. Okay, wir verbessern unser Rathaus. Wir bekommen neu mit dazu 2 defensive Gebäude. Das wisst ihr, den Monolithen und den Zauberturm. Und also die beiden haben wir dann im Shop freigeschaltet. 13 Tage, 12 Stunden. So lange wollte ich jetzt denn doch nicht warten. Also nehmen wir hier einen magischen Hammer und haben es sofort verbessert. Perfekt, auch das halte ich mal eben fest. Da seht ihr es. Ich habe mir die Magie-Szenerie freigeschaltet. Habe jetzt 5 Tage Boost. Schub für die Helden, beziehungsweise Boost für die Helden und Sternschub auch nochmal. Also da hat sich jetzt nichts dran verändert. Und erstmal gucken, wie es aussieht. Okay, es sieht geil aus. So. Entschuldigt bitte, aber ich bin so magisch in dieses Rathaus verliebt. Und wir wollen natürlich jetzt auch die Szenerie mal wechseln. Also wie gesagt, wenn ihr von 14 auf 15 reingeht, dann bekommt ihr die nicht die Clash-Jubiläums-Szene, sondern die
wo ist denn jetzt die magische Szene? Oh Gott, ist alles irgendwie komisch. Da ist die Magie-Szene. Irgendwie komisch alles sortiert. Ne? Eigentlich ist das Neueste immer am Ende. Okay, gehen wir mal rein in die magische Szenerie. Und die sieht ja noch, die sieht ja schon gut aus. Ja, die sieht schon sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Aber Supercell toppt das Ganze heute noch. Und zwar im Shop. Kann ich ja ruhig schon verraten. Ihr habt es ja eh schon gesehen. Im Shop. Und als ich das gestern Abend gesehen habe, da war ich magisch weg. Muss ich mal so sagen. Ich gucke mal, ob ihr eigentlich Ingame-Sound habt. Ah ja, ihr habt ein bisschen Ingame-Sound. Okay, weil der Ingame-Sound ist jetzt ganz, ganz wichtig. Okay, wir gehen mal rein in den Shop. Was es natürlich hier zu erweitern gibt, ist klar, das habt ihr alles in den Videos gesehen, beziehungsweise in den Vorspannen gesehen. Und es gibt hier, oh, es gibt ein Heldenbuch. Es gibt ein Heldenbuch für die allererste Rathaus Level 15 Herausforderung. Sehr, sehr cool, mache ich heute Abend mit euch. Es gibt die epische magische Herausforderung mit 15 Gems. Das ist absolut in Ordnung. Es gibt den vierfachen Sternebonus 5 Tage. Ich meine, den habe ich sowieso. Aber jetzt wird es richtig magisch, Leute. Als ich gestern diese Skins hier gesehen habe, war ich hin und weg. Kann ich euch echt sagen. Ich war wirklich hin und weg. Und es gibt noch eine Szenerie, eine epische Magie-Szenerie. Und die hat es wirklich in sich. Die hat mich magisch umgehauen. Die ist nochmal schicker. Ehrlich, ich kaufe mir die. Es gibt hier, was gibt es an Angebote? Es gibt das Rathaus Level 15 Angebot. Für schlappe 59,99 bekommst du den Turm gleich auf Level 3 und den Monolithen auf Level 1 raus. Okay, die muss ich ja auch noch aus dem Shop rausholen. Und es gibt das Mega-Update-Paket, 119 Euro. Holla, die Waldfee, okay. Update-Mega-Paket, Update-Angebot, noch ein Update-Angebot. Das hier unten mit den vielen Tränken, das ist kein... Oh, noch ein Heldenbuch. Kaufen. Heldenbücher. Man kann Heldenbücher nicht genug haben und hier ist die magische Szenerie. Die gönne ich mir jetzt. Die gönne ich mir jetzt in jedem Fall. 7,99 Euro, obwohl ja 6,99 Euro wurde so, glaube ich, angepriesen. Aber die hole ich mir jetzt sofort. Ihr werdet auch sehen, warum. Kurzer Cut. Du bist jetzt startklar. Dein Kauf war erfolgreich. Okay, ich bin startklar, mein Kauf war erfolgreich und wir können jetzt die Szene sofort wechseln. Eigentlich ist es fast die gleiche Szene, wenn man sich das anguckt, aber es gibt hier wieder, guckt euch das an hier, diese Animations hier. Ich war gestern hin und weg, Leute, ehrlich. Ich habe ja gestern das schon im Video gesehen und ich war sowas von fasziniert und auch die Kegel, die hier schweben. Guck, da oben dieses Teilstück hier, wenn man das wieder so bewegt, dann ist das wie in der vorletzten Szenerie, also die letzte war jetzt die epische, die magische, dass sich das bei den Ballons hier alles so bewegt hat, so ein Art 3D-Bewegungseffekt. Und da habe ich mich gestern so drin verknallt, hier, muss ich sagen, mit dem Elixier und ich bin ultra, ultra geflasht, was diese Szene angeht hier. Eigentlich möchte ich gar nicht weitermachen und was eigentlich noch schöner ist, diese Szenerie hat so eine schöne Musik. Ich habe dieses Musikfile auch schon und es ist einfach nur himmlisch. Ich könnte es mir den ganzen Tag anhören. Geht über 4 Minuten, 4,5 Minuten. Ich könnte das gut den ganzen Tag hören im Moment, weil es wirklich, wirklich schön ist. Aber wir gehen mal rein, was es denn ja nicht Neues gibt, sondern was wir alles zu tun haben. Was ich eigentlich so ein bisschen verkannt habe, ist, dass die Armeelager leveln. Die Armeelager leveln hier, das habe ich in keinem Video, glaube ich, gesagt, ne? Weil in dem Video von Samstag oder von Sonntag habe ich noch gesagt, da war so ein Ups drin, dass der Kollege 640 Truppen bauen kann. Das wäre ein Leak gewesen, das wollte ich natürlich nicht, habe ich gedacht. Aber die Armeelager gehen einen hoch. Okay, 4 Armeelager gehen hoch. Ich bin eigentlich jemand, der da sagt, wir machen die Armeelager hoch, aber erstmal gehen wir shoppen. Ein Hammer des Bauens. Und denn 320 Truppen plus
die Truppen, die man in der Clanbuch bekommt, wenn man die Clanbuch hochklopft, sind 370 Truppen, die du hier befehlen kannst auf dem Feld. Ja, das ist krass. Ich weiß aber noch nicht, wie es weitergeht hier. Ich weiß wirklich noch nicht, wie es weitergeht. Aber es gehen die Armeelager hoch. Es gehen die Minen und Sammler jeweils hoch. Das heißt also, auch das hat ja, ich will nicht sagen Prio, aber 10 Tage, 19 Stunden. Das ist jetzt schon ein bisschen weniger, als das wir in den Videos gesehen haben. Da waren es ja, glaube ich, 12 Tage, weil ich den Pass schon ein kleines bisschen weiter habe. Letztendlich wollte ich den Pass aber mit euch zusammen durchgehen. Ja, weil das ist erstmal günstiger von den Gems her und von den Ressourcen her, die man bekommt. So ein bisschen kann ich mir natürlich noch reinspielen hier, dass es nicht ganz so teuer wird, aber eigentlich wollte ich den Pass alles live mit euch machen. Ich wollte den Pass Gem und wir gucken aber nochmal ein bisschen genauer hin. Was natürlich jetzt auffällt, ist so ein bisschen der Leerplatz hier, den ich jetzt überall habe, denn die Kasernen sind ja weggefallen. Es gibt jetzt nur noch eine dunkle Kaserne und eine normale Kaserne. Und die normale Kaserne ist ja auch levelbar. Ja, denn dort schaltet man sich ja den Elektro-Titan frei oder den Elektro-Titan halt. Na, so heißt er auch, Deutsch wie auf Englisch. Und wir können aber das Pet-Haus leveln. Leute, es gibt so viel zu leveln hier und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss das einfach mit euch machen. So viel Geduld habe ich auch noch. Ja, so viel Geduld habe ich auch noch. Und die Zauberfabrik ist zu leveln. Alles mit Elex. Ja, danke schön. Alles mit Elex hier. Also ich bin, ja, ich bin sprachlos. Ich bin eigentlich wirklich sprachlos, was dieses Update angeht. Es ist so unheimlich schön. Es ist so unheimlich umfangreich. Die Kanonen gehen hoch. Die Bogenschützentürme gehen hoch, die Magiertürme gehen hoch, die Luftabwehren gehen hoch, einige Pfeilen gehen hoch, die Infernos gehen hoch, Bombentürme gehen hoch. Es ist unglaublich. Adler geht noch nicht hoch, ja. Und auch die Scattershots bleiben auf ihrem Level. Also, oder Streukatapult bleibt auf dem Level. Im Moment habe ich natürlich Maxed Out Helden. Kann man das eigentlich hier auch sehen? Nee, kann man hier gar nicht sehen. Im Moment habe ich natürlich Max Out Helden, weil die 5 Level sind mir ja im Moment gegönnt, die ich hier machen kann. Und also jetzt die nächsten Tage. Und wir können das Rathaus aber selber natürlich auch noch leveln. Denn wenn wir hier mal auf Info gehen, dann haben wir hier eine gewisse Lagerkapazität. Klar, aber der Gigatest, na, da ist er. Der Giga-Inferno-Turm am Ende macht es dann natürlich. Also gilt es auch da wieder, eine der möglichst besten Verteidigungen, die so ein Rathaus mit sich bringt, hier möglichst schnell zu leveln. Schnell ist aber mal gut dahingesagt. 8 Tage. Ich meine, wir haben jetzt 21 Tage noch Zeit im Pass. Wenn ich den heute Abend mit euch fertig mache, dann habe ich den ja und habe alle Zeit der Welt schnell noch ein paar Gems gesammelt, denn auch die geben wir heute Abend, denke ich mal, reihenweise aus. Mir macht das nichts aus, Leute, dass ich hier jetzt überhaupt nichts anstoße mit euch. Ich habe die Geduld gefressen, das wisst ihr. Und ich überstürze auch nichts. Ich muss auch nicht als erster hier mein Rathaus hochhaben oder meine Helden hochhaben oder was auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Und die paar Stunden, die mir jetzt vielleicht flöten gehen, das ist nicht so schlimm. Da kann ich super mitleben. So, hier hat sich nichts getan. Wir sind leider abgestiegen. Auch das ist erstmal nicht so schlimm. Und im Shop müssen wir allerdings uns jetzt die Sachen hier freischalten. Wir haben 3 Verteidigungen. Denn warum haben wir eigentlich 3 Verteidigungen? Lass mal gerade gucken. Warum steht da eine 3? Warum steht da eigentlich eine 3? Ach so. Oh, 2 Zaubertürme kann man machen. Man kann 2 Zaubertürme machen. Ach du, Herr Jene. Ach du, Herr Jene, habe ich das nicht gesehen, oder was? Man kann 2 Zaubertürme machen, okay. Uff. Alles klar. Ja. Ja, ich bin bei euch. Uiuiui, 59,99 €. Ich muss meine Finger echt stillhalten jetzt, dass ich hier nicht noch mehr kaufe. Aber, was kostet denn so ein Mauerring? 7,2 Millionen. Eieiei, 8 von den Mauerringen. Okay. Und aber bei den anderen Sachen, glaube ich, hat sich ja gar nichts getan. Hier sowieso nicht. In dem Dorf und Clanstadt hatten wir jetzt gerade. Ich habe auch die, ich glaube, 900
Ich weiß gar nicht, wie viel es gab für mich. 900 und ein paar kaputte, 957 für so ein paar Überfälle. Haben wir auch ein bisschen live gemacht. Absolut in Ordnung. Und da geben wir natürlich auch ein bisschen was von aus. Keine Frage, der Shop hat auch noch nicht gewechselt, in 22 Stunden erst. Das heißt, wenn ich mir heute das Heldenbuch kaufe, kann ich mir morgen gleich wieder eins holen. Perfekt. Perfekt, würde ich sagen. Und also feiert mit mir am heutigen Abend ruhig den oder das Rathaus 15 und dann würde ich ganz, ganz gerne mit euch diskutieren. Ihr wisst immer alles besser als ich. Dann würde ich nämlich gerne das Rathaus mit euch ein bisschen weiter upgraden. Vielleicht machen wir es zusammen. Wir machen ein paar Angriffe. Wir gucken uns schon mal vielleicht die ein oder andere neue Truppe an, denn es gibt ja auch was zu leveln, wenn man das Labor auch levelt. Auch das Labor muss hochgehen. Ich weiß gar nicht, wo das alle herkommen soll. So, hier gibt's denn jetzt das alles, wo ihr jetzt nicht mehr seht, dass es maxed ist. Diese Truppen gibt es denn auch noch im Upgrade. Das heißt also, die haben dann auch noch ein Level zu leveln. Also Barbaren, Bogenschützen, Riese, Mauerbrecher, der Magier, der Miner, der Elektrodrachen und auch der ein oder andere Zauber. Einen müssen wir uns ja noch freischalten, den Rückholzauber. Aber es ist, ja, und da hinten, das müssen wir auch machen, denn es gibt auch eine neue Belagerungsmaschine, klar. Ich weiß gar nicht, wo ich hier mein Zauberhaus habe, meine Werkstatt. Hier ist die Werkstatt, schaltet den Kampfbohrer frei. Es wird schwierig, Leute. Es wird schwierig. Aber wir kriegen das hin. Denke ich mal, oder? Also der Hype ist real und die Magie hat mich. Die Magie hat mich hier eingeholt, beziehungsweise die Magie hat mich hier übernommen. Wir machen in jedem Fall magisch weiter. Ich hoffe, die Erstausgabe hier von Rathaus 15 hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und an meinem Kanal dranbleiben. Twitch.tv/TotoClash ist mein Twitch-Kanal. Dort könnt ihr gerne in den Abenden mal reinschauen, denn ich habe ja jetzt seit letzten Mittwoch außer Sonntag, der Sonntag sei mir mal gegönnt gewesen abends, da habe ich nicht gestreamt, aber die anderen Tage habe ich alle mit euch die Sneaks gemacht und mache einfach hier jetzt mit euch Rathaus 15 Status weiter. Mal sehen, wie lange wir für das eine oder andere brauchen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mir ruhig in die Kommentare, wie ihr das Rathaus 15 findet. Habt ihr euch genauso magisch in den Bann reinziehen lassen, wie ich es gemacht habe? Ich denke schon, oder? Bis dahin, danke Freunde, euer Toto. Crasht. Oh nee, verdammt, noch nicht aufhören. Ich habe noch was ganz vergessen, Leute. Natürlich, im Shop. Mensch, habe ich das nicht mit euch gemacht? Es gibt ja, sag mal, Toto. Es gibt, jetzt war ich aber von der Rolle. Jetzt habe ich gerade geguckt und habe so gedacht, da ist doch was vergessen, Toto. Genau, es gibt 4 neue Skins. Für 11,99 €. Okay, 9,99 € waren eigentlich angekündigt, meine ich. Bei Supercell ist im Moment alles teurer geworden. Auch der Dreierpass übrigens ist von 11,99 € auf 14,99 € gesprungen. Das ist der, den ich mir eigentlich immer aus dem store.supercell.com kaufe. Und keine Ahnung, vielleicht ist das Juwelenherstellen auch einfach nur teurer geworden. Aber es gibt hier den Magiekönig und es gibt 4 magische Skins und ich mag alle. Ich mag alle. Ich mag einfach so alle. Oh, die Königin wird so schön belächelt, nicht belächelt, sondern bewunken, wenn sie die Arena betritt hier. Also, der Wächter. Der hat sowas von Magie in sich. Aber er ist natürlich auch unser aller Beschützer. Und von daher ist er absolut. Also ich finde, diese 4 Skins sind sowas von hammerhart gelungen. Die Magie-Gladiatorin, die setzt nochmal richtig einen drauf. Ich meine, es sieht so schon cool aus. Aber wenn dann noch die Animation dazu kommt, das ist. Guckt euch das an, wie die mit dem Speer umgehen kann. Es ist wirklich göttlich, oder? Also die 4 Skins habe ich jetzt echt total vergessen. Also gab es noch nichts hier im Nachgang. Aber 4x11,99 ist auch ein Wort zum Sonntag. Nur für Skins 9 Tage, 22 Stunden Zeit.
Da lasse ich mich mal überraschen. Okay, jetzt sind wir aber am Ende. Danke und tschüss.